So, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier bei den Söldnern auf der Suche nach dem Krautpaket. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ja, so siehst du aus und so klingst du. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Natürlich nicht. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich bügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Na gut. Ich gehe da mal drauf ein. Moment, erst heile ich mich. Sicher ist sicher. Mir fehlt die Musik gerade. Ich habe das Spiel gerade neu gestartet. Ich habe ein paar Einstellungen verändert im Hintergrund an meinem System, nicht am Spiel. Jetzt sollte es eigentlich zumindest der Sound sollte nicht mehr ruckeln. So, erstmal einen entspannten Zug nehmen. Passiert ja gar nichts. Oh, passiert ja doch was. Okay, das klingt, das sieht sehr cool aus. Na warte, du Mistkerl! Ich dachte, du bist zu dicht, um dich zu prügeln. Das war vielleicht keine gute Idee, hier vorher einen durchzuziehen. Er hat einigermaßen viel Sumpfkraut dabei, also so Sumpfkrautstängel, aber halt kein Sumpfkrautpaket. Vielleicht war er doch nicht der Dieb. Oh je, dann fühle ich mich ja schlecht. Naja, ich esse erstmal die Äpfel. Die helfen bestimmt beim wieder nüchtern werden. Bin ich schon wieder nüchtern? Oder bilde ich mir das gerade ein? Nee, es ist noch immer noch langsam. Ach komm, das wird doch bestimmt irgendwann weggehen, oder? Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. So, noch eine Fischsuppe. Und dann ein bisschen Mana. So, und jetzt sag Das mal. nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, das nächste Mal hast du keine Waffe. Wo ist das Paket? Okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war im Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war im Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. Okay. Da werde ich ja früher oder später eh nochmal hinkommen. An den Hafen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben Und soll. dann werde ich mich dort mal umschauen. Hey, du! Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein. Es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst ja den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinnes verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Okay, da bin ich ja mal gespannt. Das sollte ja einfach sein, halt nur noch einen Lebenspunkt. Ja, das hast du gut gemacht. Den Sumpfkrautstängel hätte ich gerne. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Ja, das habe ich mir genommen. Warte mal. So, was machst du jetzt? Bist du jetzt. Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht Das der nächste kleine Mal Penner werden wir auch ja an meine sehen. Truhe? Ja, das. Kameradenschwein! Du hast Zeufel erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Aha. Ich bin also das Kameradenschwein, weil du das Kraut geklaut hast. Interessante Logik. Nein. Okay, folgendermaßen. Also der Sound spinnt immer noch ein bisschen rum. Hat wohl nicht ganz geklappt, da muss ich wohl noch an der anderen Seite, an einer anderen Stelle ein bisschen rumdrehen. Naja, okay, in der nächsten Folge dann. Ich weiß ziemlich sicher, was ich noch machen muss. Ja, hey Lee, erzähl mal. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Hey, das klingt Ich sinnvoll, komme aus ja. dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt.
Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Ja, gut. Eigentlich wollte ich ja zu Lee, um Verstärkung zu holen für gegen die Drachen. Das war so zumindest meine Motivation dahinter. Aber gut. Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Wie bist du zu den Söldnern gekommen? Ich bin mit Silvia aus dem Süden gekommen. Wir waren in einer Söldnerarmee, die gegen die Orks gekämpft hat. Was denkst du über... Ach komm, das brauchen wir nicht. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Nur die besten, natürlich. Das brauche ich mir nicht anhören, das brauchen wir uns nicht anhören, weil ich will ja ohnehin nicht hier Söldner werden. Oh mein Gott, ich habe fast 800 Gold. Was verkaufe ich denn? Ich glaube, ich werde niemals 110. Ja, was ist die stärkste Waffe, die ich habe? Die würde ich ungern verkaufen. Ich könnte meinen zweiten... Ach, komm mal hier, das kannst du haben. Einen Kampfstab könnte ich eigentlich auch hergeben. Ich habe hier einen besseren, ne? Ich hänge zwar ein bisschen dran. Komm, was soll's hier, nimm ihn. Komm, nimm ihn. Ist doch egal, da kann ich Wolf immerhin anheuern. Hey! So, gibt's hier was Neues? Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Na klar, gerne das doch. Das vergesse ich dir nie. Ja, das will ich hoffen. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ja, du solltest mal mit Lee reden, wenn du diese Angst hast, denn... der will, dass die Paladinen alleine losziehen und dann die Drachen alleine jagen, damit er die Stadt übernehmen kann. Das ist nicht so gut. So, ich habe gerade überlegt, was ich machen will, ob ich eine Runde schlafe, aber das ist natürlich Unsinn. Kann ich Bodo sagen, dass er außer Gefahr ist? Nicht, du hast das nicht gerochen. Nee, kann ich nicht. Schade, schade. So, deine Minenteile habe ich, oder? Der ist gerannt, also Bill ja selbst. Zeig mir. Was? Ja, die habe ich. Das hab ich gut, dann gedacht. Hey, Wolf, hör mal, das ich habe einen Job für dich. Ich habe vielleicht einen Job für dich, auf Bengars Hof. Gut, stolz ab. Tja, ja, das haben wir, hier dein Geld. Hier ist dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Das war genauso, wie du sagst. Ja, gerne. Bis später. So, was habe ich jetzt hier alles Tolles? Ich habe Minenanteile. Ich würde mal sagen, ich gehe mal zuallererst zum Kloster und liefere diese Minenanteile ab. Ne? So. Wenn ich schon mal da bin. Also, beziehungsweise wenn ich sie schon mal habe. Denn dann kriege ich Erfahrung und nicht zuletzt kriege ich Gold. Und Gold habe ich derzeit halt nur noch 38. Das ist echt nicht viel. Das könnte ich gebrauchen, um die weiteren Minenanteile zu kaufen. Außerdem muss ich Kantar noch bestechen, damit die Leute wieder mit mir... Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. ...reden. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. Salandrill ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Okay. Das war einfach. So, was haben wir hier noch? Hier gibt's nichts. Gut. Dann hätte ich hier immerhin 638 Gold. Hey, ich glaube, Kantar wollte... Wie viel wollte der? 500 oder so? Uhrzeit 13:33. Ist egal. Ich penne in der Stadt eine Runde. Oh mein Gott, das ruckelt so sehr. Ich weiß, was ich tun muss, damit der Sound wieder stimmt. Das wird nächste Folge garantiert gefixt sein, keine Sorge. Versprochen. Die Frage ist nur, was kann ich... Muss ich denn irgendwas verticken? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Nö, den brauche ich nicht. Ich könnte mal mit meinem Meister nochmal quatschen, ob es hier was Neues gibt. Ne? Konstantino, ich bin da immerhin ein Auszubildender. Da bist du ja wieder. Zeig mir deine Ware. Hast du zufällig... Nein, du hast keine Anteile für den Minen. Keine Minenanteile, genau.
Hat er nicht? Ist ja gut, gut so. Ehrenwerter, ehrenwerter Mann. Finde ich gut. Nee. Zum Marktplatz, um die restlichen Minenanteile so. Ich glaube, das dürften dann, also ich hoffe mal, das sind dann alle. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich noch welche herkriegen könnte. Habe ich im Hafen alle Händler abgeklappert? Also bei den Banditen glaube ich schon, bei den Söldnern. Vielleicht haben die Banditen ein paar geklaut. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Ja, komm hier. Nimm mein Geld. Wie viel war es nochmal? 500 Goldstücke. Ja, nimm halt. Was? Ich habe... Nein, nein. Bist du gekommen? Ja. Das untere. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Du schmieriger kleiner Kerl. Zeig mir deine Ware. Ach was. Such dir was aus. Du hast auch illegale Minenanteile. Na sowas. Leider fehlt mir ein bisschen Geld. Komm, Bier kann ich mir beim Wirt beliebig viel holen. Dann schnapp ich mir mal die 3. Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. 5 haben noch gefehlt, das heißt, jetzt fehlen noch 2. Geh ich erstmal zu Zuriss. Ah, er hat auch welche. Zeig mir deine Ware. Er hat Gürtel der magischen Abwehr, göttliche Kraft der Gestirne, aber die habe ich ja schon abgeliefert. Einen Erzminenanteil für 50 Gold, ja, den nehme ich doch mal. Wer muss die Arbeit ja machen? Kann ich ihm noch irgendwas verkaufen? Fische zum Beispiel, ne? Alles weiter. Oder, nee, wisst ihr was? Was ich auf jeden Fall bei ihm suchen würde, wenn ich es brauchen täte, hier in der Stadt, wäre das Sumpfkraut. Und ich habe ja jetzt einmal eins geraucht. Das ist ja interessant. Wo habe ich das denn? Ich dachte, ich hätte ein bisschen was davon. Habe ich nicht? Okay, habe ich nicht. Schade. Komm schon, ich brauche noch 2 Minenanteile für 100 Gold. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Ich glaube da nicht. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Soll ich mich denn noch? Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Das Witzige ist ja... Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Das Witzige ist ja, er sagt's nicht, aber es steht halt einfach drauf. Es steht halt einfach drauf. Also es hat einfach Salandrid unterschrieben. Also, ich weiß ja nicht. Ah, was verkaufe ich dem denn? Ich könnte den Wolfszahn verkaufen, meinen zweiten. Ja, komm hier, nimm. Komm hier, nimm. Ich brauche ja nur einen. Ich habe eh bald eine bessere Waffe, die ich einsetzen kann. Da brauche ich keine Ersatzwaffe. Zeig mir deine Ware. Und du hast keins. Habe ich jetzt alle oder hat Baltram noch einen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich schaue mal lieber nochmal nach. Ich weiß nicht, ob ich Baltram schon angehauen habe. Zeig mir deine Ware. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen. Jetzt hat doch einer der Söldner tatsächlich einen der Paladine ermordet. Was? Irgendwann musste ja etwas passieren. Da muss ich mich nochmal bei den Söldnern umhören. Das, muss ich mir anhören. Das ist interessant. Ich brauche noch 6000 Erfahrung. Dann kann ich mich endlich wieder hochleveln. Yo, es nimmt langsam Gestalt an, mein nächster Level und mein Hochlevel. Und dann kann ich auch endlich mal ein bisschen wieder in Richtung Quest, in Richtung Hauptquest was tun. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Ich schätze, das waren alle. Oh ja, das gut waren alle. Gut gemacht. Du hast dir eine Belohnung verdient. Sehr gut. Nimm dieses Schutzamulett. Es wird dir weiterhelfen auf den Wegen, die du noch beschreiten wirst. 1000 Gold und ein Amulett. Ob das Amulett was kann? Schutz vor Magie 10. Mein anderes bringt halt Schutz vor Magie 8, aber alle anderen Schütze auch plus 8. Ist nett, aber nein, danke. Aber 1000 Gold kann ich bestimmt gebrauchen. Und zwar würde ich jetzt nochmal schauen, ob Gurax nicht noch irgendwas zu verkaufen hat an mich. Für 1000 Gold kriege ich doch bestimmt was Tolles, oder? Gurax, erzähl mal, was hast du denn? Ich brauche ein... Du hast für mich... ja, das bringt mir alles nichts. Vertränke könnte ich mir leisten, oder? Naja, lohnt sich noch nicht. Ich habe noch nicht 50 Mana.
Ich habe leider noch nicht genug Mana. Karten brauche ich auch nicht. Schlüssel zur Pforte des Innersklosters brauche ich nicht. Runensteine, ja, die nehme ich. Die sind nämlich begrenzt im ganzen Spiel. Und ich habe vorletztes Mal habe ich Unsinn erzählt. Ich habe nicht 5 davon, ich hatte nämlich nur 3 davon. Ich bin irgendwie in der Zeile verrutscht. Aber jetzt habe ich 6. Das heißt, ich kann jetzt noch 6 Runen machen. Und das ist mir dann doch ein bisschen was wert. Es ist der 29. Tag um 15 Uhr. Und ich würde mal sagen, bevor ich mich hier jetzt komplett verausgabe mit dem Mana, lege ich mich auch unten ins Bett. Schlaf bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's weiter in Richtung Levelaufstieg. Und zwar würde ich nicht blind... Ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen... Ich glaube, ich muss einfach tatsächlich ein bisschen Gegner kloppen gehen nochmal. Für Innos. Ja, für Innos. Guten Tag. Ich habe keine Steinplatten für Vatras. Ein paar Gegner kloppen. Wo gibt's denn Gegner? Wo gibt es Gegner, die ich prügeln kann? Hinter Arkels Hof gibt es Gegner, die ich prügeln kann. Aber leider... Leider ist da ja ein Suchender im Weg. Aber eventuell schaffe ich's ja. Nee, gegen die Banditen komme ich noch nicht an. Wo gibt es noch Gegner? Ich habe eine Idee, wo es noch Gegner geben könnte, wo ich schon ewig nicht mehr war. Nämlich hier hinten. Immerhin ein paar Schafe. nee, Schafe will ich nicht jagen. Da ist Pepe sauer. Wie geht's dir und deinen Schafen? Ich habe die seltsamsten Dinge gehört. Bei Sekob sollen recht düstere Gestalten aufgetaucht sein. Sie belagern sein Haus. Und was hat es mit dir und deinen Schafen zu tun? Moment, das eine ist so dunkel. Nee. Da, Liesel! Hey, Liesel! Das gehört mir, das Schaf. Die kann ich eigentlich mitnehmen wieder, oder? Müsste sie theoretisch. Ich habe sie ja gekauft damals. Jetzt weiß ich immerhin, wo sie abgeblieben ist. Und immerhin weiß ich, es geht ihr gut, hier bei Pepe. Ach, und siehst du mal, da sind noch ein paar Gegner. Da kriege ich noch ein bisschen Erfahrung her. Ein Irrlicht, hoffentlich ist es nicht zu stark. Und ein Keiler. Komm mal her, du Keiler. Vielleicht kriege ich euch dann ja beide mit einem... Nö. Egal. Hallo? Okay, alles gut. Das Irrlicht hält wohl zu viel aus. Kann ich eben mit Magie... Nö, kann ich nicht. Ich brauche Mana. So. Da kenne ich nichts. Das kann ihm auch nichts anhaben. Wie wär's damit? 40. Nichts zu holen. 40 Erfahrung für 25 Mana. Okay, das war kein guter Tausch. Ach herrje. Dann fülle ich halt nochmal mein Mana auf. Was soll's. Wie viel brauche ich? Komm, das reicht, um einmal zu zaubern. Ja, was gibt es denn hier? Schauen wir doch mal. Goblins, ja, komm, Goblins. Damit komme ich zurecht. Damit kann ich questen, damit kann ich Erfahrung sammeln. Das gefällt mir. Der mittlere, bitte. Einmal ein Feuersturm. Das sollte nämlich alle 3 erwischen. Und dann brauche ich nochmal 30 Mana. Nö, 20 reicht. Da kommen noch mehr, oder? So wie das klingt. Sind da noch mehr davon? Ja, da sind noch ganz viele. Oh ja, ein Krieger sogar. Ja, dann kommt mal alle her. Kommt mal alle fein her, hinter mich. Auf einen Haufen, bitte. Und dann machen wir nämlich die hier. Haha. Rennt der einfach ins Feuer rein, der Idiot. Nicht der hellste der Goblin, ne? Goblin-Krieger. War das mein erster Goblin-Krieger? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es hat geklappt. Und ich muss hier sagen, ich bin so ein bisschen begeistert von diesem neuen Zauber. Gerade gegen Gegnermassen ist er ja echt super. Links, rechts, rechts, links, links. Ah, okay. Zufällig richtig geraten. Auch wenn es sich überhaupt nicht gelohnt hat, wenn man sich anguckt, was die Preise sind für Dietriche. Immerhin liegt hier noch eine Steintafel rum. Rechts, links,
Nein, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ah, gut geraten. Zwei Dietriche, ein Degen, leider kein Degen der Banditen. Ich brauche immer noch diese Degen der Banditen als Beweisstücke, dass Fernando damit was zu tun hat. Nur wo kriege ich das her? Hier ist ein Pilz, den hätte ich gerne. Wo kriege ich die her? Da muss ich halt doch mal Banditen prügeln gehen, aber dafür hätte ich gerne echt zumindest nochmal entweder meine Waffe oder zu plündern. Oder halt echt die Möglichkeit zweimal zum Zaubern. Hier noch irgendwas? Ja, Butlerfleisch. Kann man mitnehmen. Kann ich eigentlich auch direkt futtern. Ich meine, ich brauche hier 20 Lebenspunkte. Was soll's? Futter ich halt ein bisschen. Was gibt's hier? Links, rechts, rechts, links. Nein. Links, rechts, rechts, links. Links? Hm. Dreimal links. Ja, dreimal links. Noch ein Gletscherquarz. Okay. Der wird mir sicherlich noch nützlich. Beim Runen erstellen. Und jetzt brauche ich mal wieder 45 Mana. Also beziehungsweise ich habe 12 Mana. Und ich brauche hier nur 25 für meinen Zauber. Also ich muss nicht komplett voll machen. Das muss ich erst dann, wenn ich wirklich 50 Mana oder noch mehr habe. Wobei bei 50 ja auch nicht mehr, ne? Was für Fliegen waren das denn bitte gerade? Das klang... Das klingt so nach Blutfliegen irgendwie. Hm. Keine Ahnung. Oh je, hier ist Skelett. Hm. Hey, wenn ich schon mal da bin, probiere ich das mal aus. Ist mein Zauber stark genug? Nicht ganz. Aber ein zweiter würde ausreichen, oder? Also schnell nochmal ein bisschen futtern. Und dann sollte das von der Zeit her reichen. Um beide umzulegen. Yeah! Und da habe ich meine ersten Skelette umgelegt. Mann, bin ich gut. Aber ich fürchte mal, wenn hier schon die Skelette sind, dann will ich da nicht weiter rein, oder? Keine Ahnung. Ich schnapp mir erstmal alles, was hier so wächst. Vielleicht waren es ja auch alle. Na, da sind noch mehr von... Und da ist ein richtiges Skelett, kein niederes. Ich fürchte mal, spätestens da werde ich dann versagen. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber ich kann ja von der anderen Seite her nochmal. Okay, das war Verschwendung für die paar Meter. Naja, was soll's. Ich werde mich da drin mal kurz aufs Ohr hauen bis Mittag. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier von der anderen Seite nochmal kurz in den Wald reingehe. Denn dort dürften auch nochmal einige Gegner sein, die ich mittlerweile zerprügeln kann. Und dann habe ich nächstes Mal vielleicht schon mein Level gekriegt. Und nicht zu vergessen, ich will mich hier nochmal umhören, weil hier einer in der Stadt angeklagt wurde, den Paladin Lothar umgelegt zu haben. Ja, das mache ich dann nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.